Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil meines Laravel-Seitenprojekt-Tutorials. Ja, auf Wunsch von euch möchte ich diesen Kurs doch noch weiter fortsetzen und werde jetzt noch weitere Funktionen in die Seite integrieren. Und ich habe mich auch entschieden, diesen Kurs jetzt erstmal auch ausführlich noch weiterzumachen. Allerdings werde ich das nicht mehr in so einer hohen Intensität schaffen. Aber gut, wir werden jetzt trotzdem nach und nach weitere Funktionen einbauen. Und ja, in der heutigen Folge möchte ich hier diesen Kursüberblick im ersten Schritt ja, filterbar machen, dass wir dann entsprechend diese Filter anwenden können. Und wir haben hier unten dieses Load More Courses und das wird dann Thema des nächsten Tutorials sein. Als erstes rufen wir einmal das Blade dieser Kursüberblicksseite auf. Dazu wechseln wir einmal in den PHP Storm und rufen hier einmal die Courses Index auf. Und hier sehen wir eben unsere Kurse und wir haben hier nochmal ein Partial mit den Partials Courses und hier unten wird die Funktion Courses Take 9 und Get aufgerufen und dann kriegen wir hier eben entsprechend unsere neuen Kurse angezeigt. Jetzt wollen wir natürlich die Filter, die wir oben haben, auch entsprechend anwenden und dazu rufen wir einmal den Kurscontroller auf und dann sehen wir hier eben entsprechend diese Funktion. Wenn wir hier alles rausnehmen würden, würde das Ganze eben nicht mehr funktionieren. Und wir müssen uns jetzt überlegen, wie kriegen wir es hin, dass hier bei Courses nur diejenigen Courses angezeigt werden, die auch Text enthalten. Damit wir jetzt erstmal einfach sehen können, wie viele Kurse überhaupt gefunden werden, möchte ich hier drüber über unseren neuen Kursen das Gesamtergebnis der Suche sozusagen anzeigen. Dazu gehen wir einmal in die Kursesplate und hier unter diesem ja, View-Switcher möchte ich ein neues Div und ein bisschen Abstand einfügen. Und zwar nach oben hin MT 3 oder sowas. Gucken. Ja, MT 3 ist ganz gut. Okay, und hier wollen wir jetzt anschließend ja, die gefundenen Kurse angeben. Ich mache das mal hier in dicker Schreibweise. Gefundene Kurse. Und dann fügen wir hier Kurses Count ein. Wenn ich das Ganze jetzt hier neu lade, dann sehen wir, er hat eben 100 Kurse gefunden. Es werden zwar natürlich nur 9 angezeigt, weil diese Funktion eben jetzt das vermehrte Anzeigen ja, verhindert. Aber wir können jetzt hier drüber entsprechend sehen, wie viele Kurse wirklich gefunden wurden. Gut, jetzt wollen wir noch das Ganze vielleicht ein bisschen größer machen, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht oder mehr ins Auge fällt. Machen wir hier mal eine H5-Überschrift rein, speichern das und dann laden wir das Ganze nochmal neu. Ja, das sieht besser aus. Okay, jetzt können wir anschließend rangehen, dass wir diese Filter anwenden. Und als erstes möchte ich das Ganze händisch machen. Wir gehen dazu nochmal in den Kurscontroller und wir haben hier diese Funktion Courses with Tags. Und was man jetzt machen kann durch dieses Spacy-Text-Paket, ja, können wir im Prinzip ganz einfach mit einem Befehl with Tags oder with Tag arbeiten. Und zwar gibt es hier einen with any Tag oder with any Tags. Und hier können wir jetzt einfach ein Array übergeben und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt hier alle Videos, die den Tag PHP enthalten, laden. Wenn ich das Ganze jetzt hier einmal aufrufe, dann sehen wir, das sind genau 4 Kurse. Wir können das Ganze jetzt weiter ja, kombinieren. In diesem Fall ist es so, dass eben nur einer von beiden, also ein von beiden Tags enthalten sein muss mit diesem with any Tags. Und wenn ich jetzt neu lade, dann sind es eben plötzlich 5 Videos. Wenn ich jetzt nur Videos mit dem Tag Video laden möchte, dann sehen wir, sind es weiterhin 5. Also wir sehen, es ist eben diese Kombination. Wir können jetzt hier mal zum Beispiel Laravel Videos laden. Ich sehe, das sind jetzt hier 1, 2, 3. Also müsste jetzt hier eigentlich Laravel zu 3 Ergebnissen führen. Genau. Die Alternative, wir können das Ganze auch mit All Tags machen.
Und wenn ich jetzt Alt-Text mache und sage nochmal das erste Beispiel, das war PHP Video, dann machen wir hier Alt-Text rein. Und wenn ich das jetzt lade, bekommen wir genau vier Videos, und zwar die vier Videos, die alle Video und PHP enthalten. Und möchte ich jetzt noch zusätzlich das Tag Laravel haben, dann sehe ich eben nur zwei Kurse. Also so können wir diese Filter hier anwenden. Das ist also eigentlich insgesamt sehr einfach. Im nächsten Schritt müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir diese Auswahl hier an Tags in unsere Kurse reinbekommen sozusagen. Und dazu schauen wir uns jetzt als erstes mal unsere Route-Files an, beziehungsweise unser Route-File. Dazu rufen wir einmal web.php auf. Und dann sehen wir hier eine Route/Kurse und das ist ein GET-Request und hier wird das Ganze eben hingeschickt. Und ich würde jetzt Folgendes machen, ich dupliziere das, möchte hier jetzt entsprechend einen Post-Request abfangen und sage dann Kurse/Filter zum Beispiel. Das können wir Filter einfach nennen. Okay. Und diesen Filter möchte ich im Prinzip auf, ja, zum Beispiel eben die Index leiten oder wir machen eine neue Methode. Das kann man sich jetzt überlegen, wie man das machen möchte. Ich nenne das jetzt hier mal Kurse Filter. Und dann machen wir eine neue Methode Filter. Okay, und dann rufen wir den Kurscontroller nochmal auf. Und ich dupliziere jetzt erstmal diese Methode. Und die nennen wir hier Filter. So, und was wir jetzt hier brauchen, ist klar. Wir brauchen einmal den Request. Und den möchte ich jetzt erstmal ausgeben. Und zwar alle Variablen, die enthalten sind, bevor wir irgendwas weiteres machen. Okay. Da oben in der Index nehme ich natürlich die Filter jetzt erstmal wieder raus. Das brauchen wir nicht. Und jetzt gehen wir nochmal in unser Blade-File. So, und wir haben hier oben im oberen Bereich diese Tag-Auswahl und wir haben hier damals so Input-Checkboxes gemacht und haben aber hier noch keine weiteren Informationen ja, hinterlegt. Diese Funktion, alle Tags auswählen, das machen wir später. Da können wir uns vielleicht einen Kommentar mal dran machen. So, okay, und an dieser Stelle möchte ich jetzt erstmal ein Formular einbauen. Und zwar brauchen wir jetzt ein Formular mit einer gewissen Action. Und zwar soll hier dann die Route Kursfilter aufgerufen werden. So, und das Ganze muss natürlich dann abgeschickt werden. Und deswegen werden wir das Ganze mal ein bisschen nach außen rücken. So, dann haben wir jetzt hier schon mal einen Filter und ich blende jetzt erstmal das hier auch aus, diese Checkbox für alle. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, wie soll das Ganze aussehen. Und ich möchte dieses Feld Text nennen, aber es ist ja so, wir werden mehrere Felder haben und deswegen mache ich hier einfach geschweifte Klammern dran. Und eine ID brauche ich nicht, aber ich brauche ein Value und das Value soll eben entsprechend das Tag-Feld sein, allerdings der Slug von diesem Tag. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, mit Auswahlfiltern dann entsprechend dieses Formular abzuschicken. Und deswegen machen wir jetzt hier noch einen Submit-Button raus. Und jetzt laden wir das Ganze erstmal neu und schauen mal, was passiert. Jetzt habe ich hier diese Tags. Wenn ich jetzt hier zwei auswähle und das Ganze abschicke, dann kommt hier natürlich GetMethod is not supported, weil ich noch einen Fehler gemacht habe. Und zwar fehlt in unserem Formular noch die Method Post. Das ist das eine, was fehlt. Und das andere ist natürlich noch das CSRF-Feld. Okay, laden wir das Ganze nochmal neu. Und wenn ich das Ganze jetzt abschicke, bekomme ich jetzt ein Array mit Tags. Und dort sind die beiden Tags Laravel und Video enthalten. Damit können wir jetzt sehr einfach diesen Filter auch anwenden. Und zwar können wir jetzt einfach sagen, Request Tags
wenn ich das Ganze jetzt neu lade, sehen wir haben nur noch drei Kurse. Und wir erinnern uns, wir hatten Laravel und PHP und Video, glaube ich, ausgewählt und es waren zwei. Genau, und damit kriegen wir jetzt eben nur diese Videos hier gefiltert. Jetzt fehlt natürlich noch die Funktion, dass auch diese Checkboxen wieder aktiviert werden. Dazu gehen wir nochmal in das Kursblade. Und dazu müssen wir dann hier bei dem Input ein entsprechendes Checked einbauen, damit es eben entsprechend gecheckt wird. Und das Ganze wird natürlich jetzt abgefragt mit einem AddIf und einem EndIf beendet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was muss hier rein? Und ich würde jetzt eben einfach abfragen, ob Tag Slug eben in einem bestimmten Array enthalten ist. Und dafür gibt es eben die Funktion inArray. Und wir sehen hier als Beschreibung Needle und Array. Also das heißt, die Abfrage kommt als erstes. Das heißt, Tag Slug kommt hier rein. Und wir werden jetzt hier zum Beispiel eine weitere Funktion übergeben, also unsere Daten filtert, Tags oder so etwas. Okay, diese Variable müssen wir natürlich jetzt noch an das Template weiterreichen. Da gehen wir nochmal in den Kurscontroller und schreiben hier filtert Tags rein. Und die filtert Tags, die kriegen wir ja relativ einfach, indem wir jetzt hier sagen, filtert Tags ist gleich request Tags. Dann können wir auch hier die Variable FilterText benutzen. Und wenn ich das Ganze jetzt neu lade, haben wir noch einen Fehler gemacht. Schauen wir nochmal in das Blade hinein. Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Das muss natürlich so lauten. Okay, testen wir das nochmal. Gut, jetzt haben wir den Filter angewendet. Laravel, Video und PHP. Und jetzt nehmen wir mal Video und Test, also Video raus und Test rein. Dann haben wir keine Kurse gefunden. Wenn ich Test wieder rausnehme, haben wir wieder zwei Kurse gefunden. Und wenn ich nur nach PHP suche, haben wir hier vier Kurse. Und wenn ich jetzt alle Filter rausnehme, müssen wir schauen, was dann passiert. Dann kommt es zu einem Fehler, weil inArray natürlich einen Parameter erwartet. Das können wir sehr leicht umgehen, indem wir eben hier sagen, Filter Tags übergeben wir eben als optional eben hier so ein leeres Array. Wenn ich das neu lade, müssen wir mal schauen, ob das dann funktioniert. Und es funktioniert wieder. Perfekt. Auf diese Art und Weise können wir also sehr leicht unsere Kurse filtern. Jetzt fehlt noch eine Sache. Und zwar müssen wir natürlich dieses Load More Courses zum einen mit einer Funktion versehen. Das machen wir im nächsten Tutorial. Aber ich finde, es ist halt ungünstig, wenn ich jetzt hier das Ganze filtere und wir eben bei Load More Courses immer noch was angezeigt bekommen, obwohl eben so viele Kurse gar nicht vorhanden sind. Und dementsprechend müssen wir jetzt hier unten dieses Load More Courses mal abfragen. Und ich würde das Ganze einfach mit if Courses Count größer 9 machen. Weil nur dann lohnt es sich ja hier überhaupt etwas anzuzeigen. Und auf diese Weise sollte das jetzt hier zum Beispiel verschwinden. Und wenn ich das wieder rausnehme, sollte das Ganze auch wieder vorhanden sein. Okay, auf diese Weise können wir also die Kurse filtern. Und ja, ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen weitergebracht. Bleibt mir treu, bis demnächst.